Es gibt so Sachen, die will man in seiner Werkstatt nicht mehr vermissen. Und da zählt bei mir eindeutig Druckluft zu, ja. Druckluft ist super, wenn ich irgendwas ausblasen will. Druckluft ist super, wenn ich die Reifen an meinem Auto aufpumpen will, die Reifen am Fahrrad, einen Fußball aufpumpen will. Aber auch um Druckluftwerkzeuge zu betreiben, da gibt es heute so dermaßen viele. Ich kann mit Druckluft lackieren und ich kann natürlich mit Druckluft meinen Plasmaschneider betreiben. Da gibt es so viele Sachen, die ich mit Druckluft machen kann. Und wenn ich mit Druckluft nur mal irgendwas ausblase, funktioniert super. Was brauche ich dafür? Natürlich einen Kompressor. Wir sind hier auf der Webseite von Lidl. Und bei Lidl gibt es jetzt einen Kompressor. Einen sogenannten Silent-Kompressor, Parkside Silent-Kompressor PSKO 24, weil auch Lidl oder Parkside hat erkannt, es gibt immer zwei Faktoren, was Leuten wirklich wichtig ist am Kompressor. Und der erste Faktor ist wirklich, dass der Kompressor auch genug Leistung hat für die Aufgaben, die man damit erledigen will. Und der zweite Faktor, der auch wirklich immer wichtiger wird, ist die Lautstärke. Ich selber habe noch einen richtig, richtig lauten Kompressor. Und wenn der dann spät in der Nacht mal angeht oder wenn der am Wochenende, Sonntagnachmittag angeht oder ich mal ganz früh aus dem Bett falle, irgendwas schon mache und der geht an, ja, dann, das kann man keinem zumuten. Da hat man das Gefühl, da startet irgendwo ein Jumbojet, ein Jumbojet, ja. Und dementsprechend, ein Flüsterkompressor ist eine schöne Sache. Ich habe da schon vor längerem auf einen kleinen Weldinger Kompressor, ja, kleinen Flüsterkompressor von Weldinger umgesattelt. Und heute habe ich dann in meiner Mache den Parkside Silent Kompressor PSKO 24. Und den werden wir uns einfach mal angucken, was der alles zu bieten hat. 129 € ist natürlich ein sehr günstiger Preis. Wir wollen uns einfach mal angucken, was der zu bieten hat. Und wir wollen den einfach mal mit dem ganz einfachen Lidl-Kompressor vergleichen und wir werden den mal einfach mit meinem Weldinger-Kompressor vergleichen. Das erwartet euch heute und außerdem wollen wir natürlich mit dem Kompressor auch mal Plasma schneiden, weil er liefert nach den Angaben, technischen Daten 7 bar oder bei 7 bar circa 80 Liter die Minute. Zum Plasma schneiden brauchen wir zwischen 100 und 120 Liter die Minute bei circa 4 bis 4,5 bar. Nach den technischen Daten hier müsst ihr das problemlos schaffen. Und das wollen wir mal als kleinen Leistungstest ausprobieren. Wir gucken uns hier mal kurz die technischen Daten an. Wir haben hier 3 Jahre Garantie. Wir haben 0 bis 8 bar. Nur 68 dB soll der Ganze haben. Werden wir natürlich messen. Ölfreier Motor, Zweizylindermotor und das Ganze mit einem 3-Meter-Kabel. Ja, ein 24-Liter-Tank hatte ich eben schon gesagt, steht hier auch nochmal. Circa 1,5 kW hat der Motor. Circa 80 Liter die Minute bei 7 bar und enthaltenes Zubehör, 10 Meter Druckschlauch und natürlich schon mit Anschlüssen. Und wie gesagt, besonders leise, damit wirbt er. Besonders leise werden wir uns natürlich auch angucken, ist auch immer eine interessante Sache. Dann wollen wir den Kompressor aber erstmal auspacken. Wir haben hier den vormontierten Kompressor und da fehlt wirklich nicht mehr viel. Da fehlt ein Reifen, da fehlt ein zweiter Reifen, ein Gummipuffer und damit ist der Kompressor schon fast komplett. Luftfilter muss ich noch anschrauben und das Ganze geht, sage ich mal, in 5 Minuten. Das ist wirklich kein Akt. Was fehlt natürlich noch, ist eine Bedienungsanleitung. Natürlich auf Deutsch, natürlich relativ umfangreich. Kann man nicht meckern, ist eigentlich gut gemacht. Und dazu habe ich dann, wie gesagt, noch einen 10 Meter Druckluftschlauch mit kompletten Anschlüssen und damit ist mein Kompressor schon komplett. Und wie gesagt, ich muss hier nur auf die Schnelle die Reifen anschrauben. Und ich muss diesen Gummipuffer montieren, hinten den Luftfilter einschrauben und damit bin ich schon innerhalb von wenigen Minuten startklar und kann mit diesem Kompressor loslegen und arbeiten. Da steht er dann fertig montiert vor uns. Ist natürlich viel verblendet, aber was man hier so sieht, das sieht eigentlich qualitativ gut aus, wie eigentlich standardmäßig bei allen Kompressoren das aussieht. Hier habe ich den An- und Ausknopf. Hier habe ich zwei Manometer, einmal für den Kesseldruck, der schaltet dann natürlich auch über den Druckwächter wieder ein.
Und hier habe ich die Entnahmestellen, die beiden Entnahmestellen, die kann ich regulieren, wie viel Druck an diesen Entnahmestellen rauskommen soll. Hinten habe ich noch ein Ablassventil. Ich lasse den Druck immer zum Feierabend ab. Ich lasse das System nie mit 8 Bar stehen. Und so der optische Eindruck ist wirklich nicht schlecht. Wenn man jetzt so sieht, dieses Schwarz-Grün, mir persönlich gefällt das sowieso von der Farbkombination gut. Und ich sage mal, er sieht nicht aus wie 129 Euro. Und jetzt wollen wir mal gucken, was drin steckt. Ja, ich habe hier 3 Kompressoren, alle mit einem 24-Liter-Tank. Bietet sich an, dass man die einfach mal miteinander vergleicht. Ich hatte mir vor ein paar Monaten mal einen ganz einfachen Parkside-Kompressor geholt. Den habe ich hier als erstes am Start, der PKO 24, der hat damals 99 Euro gekostet. Ich habe hier so ein dB-Messer auf der Handy-App und ich messe einmal, der hat jetzt hier so 82, 83 dB, ich messe einmal, wie lange braucht der Kompressor, um diesen 24-Liter-Tank zu befüllen. Der hat einen 1,8 kW-Motor und wir gucken jetzt einfach mal, der hat damals ausgereicht, um vernünftig einen Plasmaschneider zu betreiben, das war so mein Test. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so viel mit dem Kompressor gemacht. Einfach mal ein paar Tage damit rumgespielt. Ich mache zwischendurch immer einen kleinen Break und ich befülle nur bis 8 Bar, weil der Silent-Kompressor hinterher auch nur 8 Bar kann. Wir sind jetzt mal gespannt, wie lange er braucht, um diese 24 Liter zu befüllen. Und ich habe jetzt noch nicht gleich komplett drücken können. Da sind wir ungefähr bei einer Minute 30. Man muss sagen, hier, ich habe das in meiner Werkstatt gemacht. Es sind 10 Grad minus. Und ich bin nur mit dem Handy bewaffnet. Ich habe jetzt hier den Weldinger Flüsterkompressor, den verlinke ich hier unter auch nochmal. Und befülle den. Der ist der kleinste im Test, hat auch einen 24-Liter-Tank, ist ein Flüsterkompressor. Schön leise, benutze ich immer, hat hier etwas über 50 dB. Und ja, auch ein 24-Liter-Tank, den lasse ich befüllen. Wie gesagt, ich muss auch wieder bei 8 Bar stoppen, manuell stoppen, weil er auch bis 9 Bar befüllen würde und der Silent-Kompressor am Ende befüllt halt nur bei 8 Bar. Ich habe hier verschiedene Apps ausprobiert zum dB-Messen, aber die geben alle ungefähr die gleichen Werte an, darum ist es wie Hose, wie Jacke. Man muss natürlich sagen, die Apps sind nicht genau, aber es ist ein schöner Zahlenwert, den man hat, um die Programme oder die Kompressoren miteinander zu vergleichen. Ich bin ja bei einer Minute 25 bei 8 Bar, also so leicht langsamer, obwohl man natürlich sagen muss, der hat 980 kW und der andere hat 1800 kW, also der hätte es eigentlich deutlich schneller schaffen müssen. Jetzt nehmen wir hier den Silent Kompressor und lassen den befüllen und man hört schon, ja, wir sind über dem Flüsterkompressor, das hört man, aber wir sind natürlich nicht da, wo der erste Kompressor war und messen das natürlich auch gleich wieder, dass wir einen knallharten Zahlenwert haben. Ich habe das Ganze einfach ein bisschen zusammengeschnitten, weil das sonst viel, viel zu langatmig wird, weil wir hier jedes Mal anderthalb, zwei Minuten warten, bis das Ganze gefüllt. Aber wir sehen erfreulicherweise 58, 59, 60 dB. Also ist auch wirklich noch schön leise, angenehme Lautstärke. Das ist wirklich auch noch das, was man am Wochenende, was man abends, was man nachts, was man irgendwo in der Werkstatt im Keller auch nochmal anmacht. Also das ist wirklich nicht unangenehm laut. Man muss sagen, diese Messwerte, die die Hersteller angeben, die werden dann in solchen Messräumen erzeugt. Und da ist es natürlich so, dass man da ganz spezielle Bedingungen hat und den kompletten Lärm von draußen irgendwo ausschließt. Hier bin ich drinnen unterwegs, dann fährt draußen mein Auto lang, dann ist draußen irgendein Vogel, aber gut, bei minus 10 Grad nicht mehr ganz so. Aber wie gesagt, es sind schon immer Umgebungsgeräusche und das würde man in so einem Messraum komplett ausschließen. Kann ich nicht, aber ich kann hier den Vergleich machen, wie lange braucht er für das Befüllen. Da hat man so ungefähr einen Daumenwert. Ja. Ist das gleich, ist das mehr, ist das weniger? Und ich kann hier mit der App eine Zahl nennen. Und das ist dann nicht nur ein subjektiver Wert, mir kommt der lauter, mir kommt der leiser vor. Und man sieht hier, stoppt er jetzt. Da bin ich also bei knapp 1,43, 1,44. Und er braucht also ein bisschen länger als die anderen beiden. Aber im Prinzip ist es doch ungefähr das gleiche, obwohl man es nicht hundertprozentig vergleichen kann, weil die Kompressoren ja auch unterschiedliche Leistungen haben, ja. 1800 der erste, 980 der zweite,
1500er Dritte. Ja? Aber trotzdem haben sie es alle in ungefähr der gleichen Zeit gelöst. Jetzt gucken wir mal, ob der im Schnee auch richtig Puste hat. Wie gesagt, es ist zu dem Zeitpunkt minus 10 Grad, war es eben auch in meinem kleinen Lagerraum. Jetzt bin ich hier vor meiner Werkstatt. Der steht vor meiner Werkstatt. Warum steht er vor meiner Werkstatt? Da hinten kommt eine Kabeltrommel an. Ich will Plasma schneiden und die Stromversorgung bei mir hält es nicht aus, wenn ich Plasma schneide und Kompressor in einem habe. Da haben viele ein Problem mit. Das geht nicht über einen Sicherungskreislauf. Ich habe eine ganz kleine, einfache Werkstatt. Es ist nichts Besonderes. Das ist das Gleiche, was ihr, sage ich mal, wahrscheinlich auch zu Hause habt. Ganz im Gegenteil, der ein oder andere wird sogar noch mehr haben. Ich will hier Plasma schneiden. Ich habe heute mal diesen Brennerwagen gerüstet, einfach um das mal auszuprobieren. Ist so eine Sache, muss man sich ein bisschen dran rantasten. Und dann will ich einfach mal versuchen, so eine Viertelstunde hier richtig Rambazamba durchzuschneiden, um wirklich zu gucken, schafft das der Plasmaschneider, ja? Der Kompressor. Der Plasmaschneider schafft es. Schafft es der Kompressor. Weil es ist natürlich das Ding, ich brauche kontinuierlich zwischen 100, 120 Liter die Minute und das muss er natürlich locker leisten und dann ist er für mich halt auch der Richtige. Man hört ihn leise draußen tuckern, er ist jetzt relativ viel am Arbeiten, klar, irgendwann ist das Volumen aus dem Tank immer schneller verbraucht und dann muss der Kompressor, die Motoren müssen komplett nachliefern. Das ist aber ein sehr angenehmes, leises Geräusch. Wir haben den Kompressor verglichen mit zwei anderen Kompressoren, einfach mal in der Füllleistung. War jetzt der dritte im Bunde, aber wie gesagt, es war zeitlich nicht so extrem versetzt. Auf der anderen Seite von wegen ist er wirklich nach meiner Messung her sogar noch ein bisschen leiser, als da angegeben wird. Und das macht da wirklich hier auch sehr gut. Und man sieht gleich, dass ich wirklich eine Masse geschnitten habe. Schnittergebnisse mit dem Brennerwagen sind übrigens auch richtig genial. Muss ich unbedingt auch noch mal ein bisschen mehr mit ausprobieren und noch mal ein schönes Video machen. Da sind immerhin 6 mm hier dieses Flachmaterial. Das ist 100 mal 6 mm Flachmaterial. Da kaufe ich immer 6 Meter Stangen. Die lasse ich mir gleich 100 mal 100 abschneiden immer. Also 100 lang. Und 200 lang lasse ich mir die mal abschneiden und dann nehme ich die mal so als Schweißproben und trenne die hinterher aber auch im Plasmaschneider wieder auseinander. Und hier ist so ein Reststück, das schneide ich hier einfach kurz und klein. Brennerwagen ist auf jeden Fall eine coole Sache, aber wir wollen nicht vom Thema abkommen. Ich kann eigentlich sagen, mich hat der angenehm überrascht, dieser Silent-Kompressor, weil es schön leise, er liefert hier wirklich ein vernünftiges Ergebnis, man kann gut mit dem arbeiten. Sicherlich, wenn man jetzt einen Schlagschrauber oder ähnliches betreiben will, dann wird oft die Luftleistung bei diesen kleinen Kompressoren im Allgemeinen nicht reichen. Da braucht man einen größeren Tank und wahrscheinlich noch einen kräftigeren Kompressor, der dann wahrscheinlich auch um einiges mehr kostet. Aber für 129 Euro hat man einen kleinen, leisen Kompressor. Der sieht nicht aus, als wenn er schlecht verbaut ist. Ja, es gibt leisere, hat man gesehen an den Messungen. Und die dann diese Flüsterkompressoren, da sind viele sicherlich leiser, aber für den Preis oder so kann man da wirklich nicht meckern. Ich zeige euch gleich mal, was ich alles hier so geschnitten habe, dass man so einen kleinen Einblick hat. Ich habe wirklich eine Viertelstunde Rambazamba durchgeschnitten und der macht hier irgendwo keine Anstalten. Ganz im Gegenteil, der geht sogar zwischendurch immer noch mal in den Pausemodus und wartet kurz ab, bis er wieder nachladen muss, also schafft das völlig problemlos. Ich bin hier mit diesem Brennerwagen noch nicht hundertprozentig zufrieden, wie ich das Ganze mache, aber ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Option, wo man so ein bisschen mit rumspielen kann. Und wie gesagt, gerade am Ende oder so, da ist das Rad dann ja in der Luft, da funktioniert es nicht. Aber wenn ich hier richtig schön mit dem Rad aufsitze, dann kann man natürlich genial gerade den Abstand halten. Und das ist natürlich schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. So ein Brennerwagen, auch wirklich eine sehr, sehr schöne Option. Hier brenne ich dann auch so einen leichten Radius an, kann man auch viele Sachen nachfahren und so, ist wirklich cool. Und man sieht jetzt hier an den Ergebnissen, die ich hier einfach mal so hinlege, dass ich da wirklich eine Menge kontinuierlich jetzt hier durchgeschnitten habe. Hat er super gemacht, der Kompressor. Ich habe euch den Kompressor vorgestellt. Ich verlinke den natürlich auch hier unter. Und verlinke natürlich auch den von Weldinger und verlinke auch den ganz einfachen Kompressor, obwohl da lohnt sich der Preisunterschied wirklich nicht. Und der steht hier draußen, man muss auch dazu sagen, das ganze Video hat jetzt hier bei minus 10 Grad
stattgefunden und mir ist arschkalt und ich gehe jetzt schnell ins Haus und schneide das Video für euch zusammen. So, viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.